So, ich habe mir jetzt was zu futtern gemacht und dann können wir uns auch das nächste Video angucken. Und zwar natürlich Food-Video. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Oh, ich muss mein Mikro feststellen. Kennt mich mittlerweile. Wenn wir uns ein Food-Video angucken, dann nur zum Essen. Und wir schauen uns ein Duell an. Und zwar 1000 Euro, wenn mein Sandwich nicht mindestens eine 8 von 10 ist. 10.000, wenn. Digga, ich lese die ganze Zeit 10.000. 1.000, wenn. Von Holle. Ich würde sagen, ich habe was zu essen. Ich hoffe, ihr auch. Wir gehen rein. Let's go. Und ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich guck nochmal. Ja, das Video läuft. Grüß dich. Stellst du dich nochmal kurz vor Kamera? Ich bin Josef von Sandwich Brothers. Und wir sind am Start hier und werden jetzt das Video schaukeln, ne? Passt bei euch mit der Lautstärke. Ich hoffe, ne? Geil. Für euch nochmal kurz zur Erklärung, worum es geht. Der Kollege hat mich angeschrieben und hat gesagt, komm mal rum, teste. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich schon rumkomme, dann muss ich auch noch hier für ein paar Zuschauer. Vielleicht die Jungs, habt ihr Lust, Geld zu gewinnen? Ein Tausender. 1000 Euro. Ja. Ja, dauert circa 20 bis 30 Minuten. Und ihr müsst nicht euch gegenseitig einen oder. Sonst wären sie dabei gewesen, sag ich euch, wie es ist. Ich wäre sowas von dabei, wenn irgendeiner mich anlabert, willst du 1000 Euro? Easy, bin ich voll fit. Wette würde lauten, ne? Er schwört auf sein Produkt. Ich bewerte 3 Sandwiches von ihm. Wenn er nicht im Durchschnitt 8 Punkte erreicht, kriegt er 1000 Euro. Wenn er über 8 erreicht, kriegt er, behält er die 1000 Euro. Nee, das wäre hart. Ich hätte 1000 Euro, dass 3 meiner Sandwich im Durchschnitt 8 von 10 Punkte. Okay, finde ich stark. Aber es ist ja sau unnötig. Warum nimmst du da drei Randys, nur damit die dabei sitzen? Oder müssen die auch probieren? Das ist die Frage. Seid ihr dabei? Okay, warte, jetzt muss ich noch überlegen, ob ihr euch das teilt oder ob jeder einer das kriegt. Was sagt ihr? Ihr seid zu viert, ihr teilt euch das. Ja, dann legen wir los. Josef, was hast du uns vorbereitet? Erste Runde Sandwich, was machen wir? Philly Cheesesteak. Philly Cheesesteak, erste Runde. Geil. Alter, da habe ich so Bock drauf. Das will ich auch mal essen. Ich habe so viele Videos dazu gesehen. Ich habe da so Bock drauf. Direkt rein. Oh, ich habe gerade, das habt ihr noch nicht gesehen, ein Battle aufgenommen für die Cheesesteak. Ich komme langsam rein in das Game. Ich kann das gut bewerten. Ich bin hyped, dass ich gleich eine ganze Gruppe am Start. Ich muss hier hochkommen, sonst sehe ich so klein aus. Wird schon schmecken jetzt. 1000 Euro einfach so für euch, ne? Sehr geil. Sehr geil. Geht ihr zur Schule oder Ausbildung oder Arbeit? Junge, ich hätte einfach aus Prinzip einen einfach nur mit einer 7 von 10 bewertet. Dann beiden mit einer 8 von 10 und den Jungs 1000 Euro gegönnt, sage ich so, wie es ist. Fertig, hab ich fertig jetzt. Ah, okay. Das heißt, man hat noch nicht unbedingt so viel Cash am Start. Seid ihr Spieler? Geht ihr Spielhalle? Auch gut. Geht ihr Spielhalle? Alter. Stark. Direkt mal hier richtig die Leute exposed. Ja? Wart ihr schon mal. Junge, aber was ist auch mit dem da in der Mitte los? Er hat einfach seinen Kollegen direkt verkauft. Okay, das wollte ich nur kurz erfahren, weil sonst wärt ihr nicht dabei jetzt. Ganz klar. Oh, ich finde so Food-Aufnahmen so geil. Ich liebe das. Einfach köstlich, schmöchtlich. Wie schätzt du die Lage so ein? 8 von 10, ja? Das Geile war, ich habe jetzt gar nicht mehr die 8 von 10 mit Josef abgesprochen. Ich habe das einfach so in den Raum geworfen, aber 8 von 10 ist gut, ne? Du bist wieder so sympathischer, Josef. Wenn du verkackst, tust du mir wieder übelst leid. Mich triggert, dass da Paprika drin sind. Der Rest ist geil. Immer schreiben. Ist halt auch eine geile Kombi. Rindfleisch, Käse und Zwiebel. Ich Leute an und oft mache ich es auch nicht, weil ich denke, so uninteressant unter Umständen, weil Sandwich haben wir jetzt noch nicht so oft gemacht, aber das ist ein guter Test und ich habe mir gedacht, dann hole ich für euch noch mal ein bisschen was raus, kleines Taschengeld, das ist doch geil.
Ich glaube, das ist übel geil. Aber 8,50 Euro ist schon hart. Ich weiß nicht, was es sonst heißt. Was es sonst kostet. Aber das ist schon hart. Setzt du auf Qualität, Josef? Auf jeden Fall. Ja. Wir kaufen eben uns bescheiden. Ja. Läuft der Laden auch? Läuft gut? Schon seit 5 Jahren. Ah, okay. Ach, geil, schön. Ich sage euch schon mal viel Spaß bei Runde 1. Okay, pass auf, Leute. Der Josef sagt noch, er hat auch Tomaten reingemacht. Eigentlich nicht üblich, aber in Deutschland muss. Sagst du zu, ne, Josef? Oh, Josef. Ich werde mich nicht so doll auf die Bewertung konzentrieren können. Hier ist zu viel los. Ich mache heute ein bisschen Bauch raus. Aber mich triggert es ein bisschen, dass die anderen einfach nebendran sitzen müssen. Nur in der Hoffnung, irgendwie 1000 Euro zu bekommen, weil sie sich ins Video gesetzt haben. Schon weird. Tomate gleich sehr präsent, Josef. Knoblauchsoße sehr präsent. Bisschen Knoblauchsoße drauf, ne? Mhm. Nicht das klassische Philly Cheese, wie ich es kenne, sage ich jetzt schon mal, aber wir bewerten heute, wie es schmeckt. Gute Schärfe. Mhm. Jungs. Ohne jetzt viel nachzudenken. Leckeres Ding, cleanes Ding. Josef. Oha. 7,6 ist das für mich, Josef. Dann haben die ja jetzt schon verloren, oder bin ich dumm? Dann hat der ja jetzt schon verloren. Weil der musste 8 von 10 haben. Aber ist diesmal in dem Fall keine 8. Josef, ich muss ganz ehrlich, wirklich, stark, Leute, nicht vergessen. 7,6, schön clean. Schauen wir auf Runde 2. So, Jungs, Runde 1, wie sind die Gemüter? Ganz aus dem Bauch raus. Gleich, wenn du so den ersten Biss genommen hast, will ich gerne eine Bewertung von dir haben. Ganz ehrlich. Bruder, ich sag 8,5. Sehr lecker, sehr lecker. Stark. Ich werde gerne alle jetzt probieren lassen. Was ist denn mit dir? Warte. Ich würde gerne eine Bewertung von dir haben, ganz ehrlich. Bruder, ich sag 8,5. Sehr lecker. Hallo. Guck mal, die versucht da Ware rauszuschmuggeln. Stark. Ich werde gerne alle jetzt probieren lassen, aber das schaffen wir nicht. Soll ich jetzt überlegen, Josef, was ich nehme? Am besten eins, wo ich richtig Bock drauf habe, würde ich sagen. Der Kollege meinte, ich soll Halloumi nehmen. Nein? Chicken Sandwich mit Currysoße. Runde 2. Viel Spaß. Aber ich check's nicht. Muss nur einer Minimum 8 von 10 haben oder ich dachte alle. Und dann hat er ja jetzt schon verloren. Das ergibt gar keinen Sinn. Die Jungs gewinnen ja 1000 Euro jetzt, wenn ich unter 8 Punkte bewerte. Der eine will gehen, wenn er gewinnt. Was sagt ihr dazu? Hätte ich auch gemacht so? Das sind halt die GSM-Schüler. Ist das so Rivalität? Ja. Gymnasium? Nein, das ist so eine alte Schule, auf der war ich auch. Ja. Und das ist ein bisschen komisch, die Schule, deswegen bin ich auch nicht. Sympathisch. Die sind ein bisschen komisch, aber da war ich auch. Eure Schule ist besser, oder was? Ja, normal. Okay. Jungs, die haben euch gerade beleidigt. Geil. Ist für mich aber schon wieder gefühlt dasselbe wie eben, nur mit Hähnchen statt Dings, statt Rind. Oder? Ist doch selber. Oh, und Bacon. Okay, oh, der Bacon, der holt's raus. Aber mich triggert, dass der Bacon nicht oben drauf ist, sondern unten drin. Nicht gecheckt haben als Ansage am Anfang. Also ich bewerte, ne? 3 Sandwiches, Durchschnitt muss mindestens 8 sein, er hat Josef gewonnen. Ach so, der Durchschnitt. Okay. Ich bin wieder drin. Wenn es weniger ist, haben die Jungs gewonnen. Das noch kurz. Normalerweise fällt das natürlich nicht so auseinander, weil das Sandwich außen hoch ist. Ich glaube, das letzte werde ich trotzdem ganz normal bestellen, damit ihr das noch einmal seht. Alter, geil. Gute Soße, Josef. Ich sag euch aber ehrlich, für ein Sandwich,
auch wenn es 8 Euro kostet, es sieht unfassbar geil aus. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das geil ist. Geil mit dem Bacon auch. Also schwer, Leute. Ich sag euch, das ist wirklich ein starkes Ding. Aber Josef, mir hat ein klein bisschen Wumms gefehlt. Vielleicht wär's die Käsesoße. Denkst du, wenn wir den noch einmal aufklappen, ein bisschen Käsesoße zum Probieren drauf machen? Ja, genau, wir haben noch einen zweiten. Die Chance muss ich Josef geben, nur um das einmal zu testen. Was denkt ihr gerade, Leute? Das Ding ist, ich sag dir ehrlich, das ist eigentlich mit 10 von 10 das Ding. Aber du hättest hier Burger essen müssen. Besten Burger aus der Stadt. Ja? Da kommt Josef auch schon, danke dir. Okay, nochmal mit Josefs Käsesoße. Boah, Käsesoße, oh geil. Also Bewertung von mir. Man darf nie vergessen, wir sind beim Fastfood. Komm. Das ist ein sehr ausgewogenes Sandwich. Aber ich habe ein bisschen mehr Wumms noch erwartet, Josef. Ich sag, er gibt eine 9,5. Von mir gibt's eine 7,6. Was? Dann ist der Aal doch durch. Die muss mit dem anderen eine 10 kriegen, sonst hat er verloren. Das Sandwich. Wirklich, wirklich lecker, Leute. Nicht unterschätzen. Aber ich habe mir bei beiden ein klein bisschen mehr Bam gewünscht. Aber wir haben noch eine dritte Runde, Josef. Was würdest du sagen, nehmen wir? Überleg dir, wo du mich richtig den Wumms reinholst. Richtig Intensität brauche ich. Naja, okay, Josef. Jungs, fühlt ihr euch jetzt langsam sicher, oder? Ja, langsam. Digga, Josef, richtig am Schwitzen, sag ich euch. Der hat gar keinen Bock mehr. Der denkt sich, warum hat er den eingeladen? Also wenn du jetzt nächstes 8,5 gibst, dann wäre 7,9. Und das heißt, er braucht eine 8,6er, Josef. Ja, nee. Josef, du brauchst eine 8,6 jetzt. Gib alles für die 8,6. Nein, bräuchte ich sogar mehr. 8,8. Eine 8,8 braucht er. Er braucht eine 8,8, ja. Oh, Josef. Aber ich muss sagen, bei so Sandwiches ist es wesentlich leichter, als wenn man jetzt einen Burger hat, wo ich schon 1 Million Dinger gegessen habe. Ach, Leute, lasst den Daumen oben knallen für dieses Format. Dann kommt das öfter. Ich spreche auf eurer Straße an, gibt einen Tausender für euch. Ich lock das den Gastronomen raus. Digga, er tut mir richtig leid. Weil ich finde, 8 ist schon hoch angesetzt, sage ich euch ehrlich. Und die Bewertungen waren hart. Der stöhnt sich da einen ab, weil es geil ist und dann gibt es eine 7,6. Was ist das? Was machen wir als dritte Runde, als entscheidende Runde? Ist wieder ein Fizzy, aber nach das Spezial. Okay, geil. Bin ich gespannt. So, viel Spaß bei Runde 3. Shawarma-Style. Ja, aber ich peil's nicht. Was will der denn jetzt großartig an? Oh, bitte mach Bacon rein. Bacon wär geistkrank. Philly Cheese Steak mit Bacon. Josef zückt jetzt seine Geheimwaffe, Pastirma. Ich habe eben das so probiert und das hat so krank, weil ich auch gesagt habe, mir fehlt ein bisschen Wumms. Jetzt haut er auch noch hier ein bisschen Gewürze drauf. Dieser Pastirma, der hat so krank, heftig intensiv Geschmack gehabt. Das könnte das Zünglein an der Waage sein. Okay. Aber kein Käse. Das finde ich Quatsch. Außer ihr macht Käsesoße drauf, dann werden natürlich geistkrank. Der Wetteinsatz für die letzte Runde von Josef. Der Tausender. Einmal bitte jemand nebenbei durchzählen hier, ob das auch ein Tausender ist. Ich würde so lachen, wenn er sich einfach ein Fuffi einsteckt und sagt, nee, sind keine 1000. Shawarma-Style. Passt, kannst kurz in der Hand behalten schon mal. Wirklich geile Soße, Josef, muss man sagen. Super Soße drauf. Junge Josef, frisch am Sweaten. Er schreibt schon Familie, ey, ich glaube, ich muss meinen Laden dicht machen. Sehr gespannt. Hier haben wir jetzt halt das eingelegte Gemüse noch. Gurken, Chilis bzw. Jalapenos. Das wird eine knappe Kniste. Ich snack noch kurz auf und sehen wir uns zur Bewertung. Alter, aber ganz kurz, das Video geht noch 5 Minuten und der haut jetzt schon eine Bewertung raus, was passiert? Also, das Ding war wieder stark. Ich habe noch mal gemerkt, die Soße kam hier bei den Dingen noch mal richtig schön in die Fresse am Anfang. Man hat vielleicht eins bemerkt bei meiner Essweise, ne? Ich habe mich so ein bisschen unten reingebissen, ne? Weil ich nach der Power wieder gesucht habe. Kann ich mehr auch bei dem als 7,6 Punkte geben, Jungs. Ah, wie schmerzhaft. Der arme Bruder, Alter. Ihr habt den Tausender gewonnen.
Wen soll ich das Geld übergeben? Ich übergebe mal einmal kurz dir. Ich danke dir von Herzen. Oder ihr spielt um weitere 1000 Euro. Josef setzt nochmal das gleiche Game. 8 von 10 Punkte muss es erreichen beim Burger. Nur beim Burger. Es geht nur noch um den Burger. Und ihr müsst jetzt den 1000... Digga, ich glaube, Josef hat darauf gar keine Lust. Josef ist richtig am struggeln. Hä, aber ich peil's nicht. Ich kann Josef jetzt einfach sagen, okay, entweder wenn der Burger jetzt auch noch verkackt, dann ist er 2000 los oder gar nichts los. Finde ich weird. 1000 ersetzen, nimmt die 1000 oder er spielt um 2. Ab 8 hat Josef gewonnen, kriegt auch alles. Ich sag euch ehrlich, der Burger ist krass, der Burger ist heftig. Aber 2K ist auch, schmeckt. Einer von euch testet den und sagt, ob wir spielen oder nicht. Ja, okay, das ja! Also ich will euch nicht beeinflussen, Leute, ne? Wenn ihr meine Videos kennt, beim Burger-Ranking hoch reinzukommen, ist nicht leicht, ne? Oh, er hat aber schon gesagt, wie krass der ist, ne? Das muss man auch dazu sagen. Junge, der andere Kollege, der kriegt so auf die Fresse, wenn das einfach ein Fail-Call war. Ihr müsst alles bedenken, aber 500 Tacken für jeden ist schon Heidengeld, ne? Ja, das ist schon Heidengeld. Was Thema mit Chili gibt es? Okay, dann probieren die Jungs. Ja, glaube ich dir, das tut mir auch leid. Tut schon weh, sei das, glaube ich, armer Josef. Aber so ist das Game, ne? Wenn man mit Holle spielt, muss man rechnen, auch schon verlieren. Und noch für die Gastronomen da draußen, wenn ihr auch Bock habt auf so ein Game, dann schreibt mir bei Insta oder am besten eine E-Mail. holle2614@gmail.com und dann machen wir das auch. Armin schiebt gerade übelst Lachflash. Ich an seiner Stelle hätte mir so beschissen gemacht, dass die sich so sicher fühlen, dass die spielen. Ja. Und dann umgekehrt hätten die da hinten. Ja, stimmt, hättest du echt machen müssen. Damit die spielen, ja, stimmt. Rotz noch mal rein, Josef, spuck noch mal rein. Und jetzt sind die Jungs dran. Oh, ich glaube, der ist krass. Ich glaube, der ist krass. Digga, das Bann holt mich jetzt schon absolut ab. Ich kann es nur sagen nochmal, ne? Ich habe ein Ranking für die besten Burger in ganz Deutschland. Das müsst ihr immer bedenken. Von allen Burgern in Hamburg, wir haben alle getestet, sind 2, glaube ich, über 8. Also ich bin für Spielen, wir können abstimmen. Aber wir spielen, ich bin auch dabei. Stark, stark. Wir spielen, ja, Mann! Wir sind am Start. Ja, auf in Runde 2, sehen uns beim anderen Spot. Okay. Jetzt habe ich es auch verstanden, warum der gesagt hat, ich hätte einen schlechten gemacht. Weil die mussten den Burger testen, um zu sagen, ob sie das machen. Ich hätte den so schlecht gemacht. Einfach nur, damit die sich so safe sind. Wort bei Josef. Auf rein. Die drei, ja. Die drei. Jetzt kommt die Scheißnachricht. Du musst richtig radeln jetzt zum anderen Spot. Wir müssen zu dem anderen Standpunkt. Du kannst gar nicht mehr verlieren, du bist so schon Gewinner. Von Sympathiepunkt. Hä? Danke. Habe ich übelst gefeiert gerade, Mann. Der Kollege. Hä, what the fuck? Er hatte ja noch einen anderen Stand, wo er nur Burger macht, oder was? Er kennt mich noch, als ich meine Geschichte-Stories erzählt habe. Und feiert die, das feiere ich richtig, dass du mich von damals noch kennst, Mann. So, ganz kurze, knackige, entscheidende Runde. 1, 2 Aufnahmen nochmal hier von dem Spot und dann geht's direkt los mit dem Burger. Ganz fix. Ja, der hat wirklich noch einen anderen Burgerstand. Was? Moin Jungs, grüß euch. 4 Brüder und 2 Läden, also feier ich das. Wir gehen direkt einfach in die nächste Runde, wir zeigen jetzt Burger und dann geht's direkt in die Entscheidung, ne? Hä? Digga, ich peil gar nichts mehr, sag ich euch ehrlich. Ich peil gar nichts mehr. Der Kollege hat sich schon angemeldet. Eventuell ist er auch dabei beim Battle. Churros, ne? 1000 Euro, wenn es keine 8 von 10 ist. Die anderen Jungs auch noch da. Ihr könnt gleich die anderen 4 im Auto mitnehmen und polnische Kolonne machen. Da müssen wir nicht zurückfahren. Alter, geil. Ey, ich sag's euch, wie es ist, der sieht geisteskrank aus. Sieht geisteskrank lecker aus. Ich bin aber auch ein Fan von diesen dicken Zwiebelscheiben. Ich feiere das so hart. Fühlt nicht jeder, aber ich feier's.
Danke dir. Simpel, aber lecker. Der sieht heftig aus. 8 Euro ist jetzt auch hart. Jetzt heißt es für euch 2000 Euro, wenn dieser Burger unter 8 Punkte ist. Ich sag mit Absicht noch nichts, erst gleich, weil ich die nicht vorspoilern will. Starker Pastürmer, das muss ich schon mal sagen. Krass, frische, geile Zwiebeln, gut in der Kombo. Ich snacke eben auf, Leute, und dann gibt es die Bewertung. Oh Mann, ich glaube, die kriegen keine 2000 Euro. Ich sag, der hat ihn überzeugt. Da hat sich noch einer versteckt, der hätte geschmeckt für mich, Leute. Burger, frisch, lecker, schöne Zwiebeln, schön rausgekommen aus dem Ganzen. Schöner Passhimmer, geilen Beigeschmack, so noch nicht gegessen. Der Burger kriegt von mir 7 von 10, Leute, 7 von 10. Boah, wie schmerzhaft. Oh, was ein Bruch. Was ein Bruch. Was ein fucking Bruch. Ja! 7 von 10. Da muss ich einfach sagen, Leute, wahrscheinlich ist es in Bremen einer der besten. Wahrscheinlich auch in der Umgebung, aber ich habe einen Deutschland-Ranking. Das darf. Digga, Josef hat gar keinen Bock mehr. Seht ihr es in seinen Augen? Von nie vergessen, wenn man mir wettet. Es geht ums Deutschland-Ranking. Nicht falsch verstehen. Super Burger, Jungs. Super Burger. Aber ich kann nicht mehr als 7-10 geben. Aber stark, trotzdem, Leute. Probiert den Burger unbedingt. Mit dem Pastema und so. Mega. Wirklich. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer. Alles gut? Alles gut? Jungs, ich gebe mal das Cash hier weiter. Ich habe immer so ein Ding in mir. Ich finde es aber irgendwie schon nice. Hat er schön 4 Leute glücklich gemacht. Und der Typ ist einfach gebrochen und wird sich denken, der Wichser hat mir 2000 Euro. Wenn die Leute, so, die Gäste danach kommen, meine Bewertung zu 100% nachvollziehen können. Und man muss sagen, fragt die Jungs, die hatten alle 10 von 10, der eine 9 von 10. Die wollten nicht mal spielen, weil die den so gefeiert haben, den Burger. Deshalb müsst ihr probieren hier bei Sandwich Brothers. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Lasst gerne den Daumen oben knallen, Kommentar. Oh, er wurde gerade so hängen gelassen, dieser Josef. Ja, man muss halt sagen, die haben jetzt übel Werbung dafür bekommen. Aber 2000 Euro halt, ne? Oha. Da Gastronomen auch melden und dann vielleicht... Obwohl, by the way, starkes Video, obwohl es auch ein gutes, so einen guten Dings hat, Touch hat, wenn man jetzt sieht, ey, der hat 2000 Euro verloren, aber er nimmt es einfach mit und er ist überzeugt von seinem Burger, das ist schon geil. Auch das gibt mir einen vor allem maximal sympathischen Eindruck. Und so 4 Jungs, die können auch gut was mit dem Geld anfangen. Werden es schön alles versaufen, sage ich euch, wie es ist. Nee, war sauschön. War cool. War sehr cool.